Oh, die ersten zwei hier sind auch fertig. Du geh wirklich mal dahin und leg da dein Eisen ab. Das dürftest du eigentlich können. Also ja, Schwefel kommt wieder rein. Der Stein da sieht schwefellos aus, da ist aber Eisen. So, der überlegt, wo er die platzieren soll. Ach, hier drüben. Okay. Vier fehlen noch auf den Mauern und drei Stück. Sonst, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 im Auftrag. So viele dürften noch fehlen, oder? Ja. Ey, mehr Schwefel. Ja, am liebsten würde ich das hier einfach alles wegsprengen. Na, da drüben ist nicht mehr viel zu holen. Könnt den Berg hier noch aushöhlen. Aber nee, ich glaube, das reicht langsam. Meine Eisen und Schwefel haben wir fast mehr als genug. Sind ja jetzt nur noch fünf, die gebaut werden müssen. Also zwei hier für die Türme.
Und ja, ich glaube, Heilstation lasse ich mal ausfallen. Okay, so wie es aussieht, gibt es hier nichts mehr zu sammeln. Ich glaube, wenn die beiden, die gerade mit dem Sammelauftrag beschäftigt sind, vom Sammelauftrag weg sind, dann wird er abgebrochen. Aber ja, hier gibt es noch mehr als genug Eisen und Schwefel. Von daher kein Problem. Vier Eisen. Ja, und da wir hier Untätige haben jetzt. Schicken wir die doch mal los, sich zu bewaffnen. So, die kommen suppi auf den Turm. So, zwei Stück noch von denen. Ach ja, ganz ehrlich, die da dürften eh schneller gehen. Und ja, die Schussdinger sind auch vernetzt. Gut. Finde ich sehr schön. Nein, ich wollte X-Rayen. Oh, und mir fällt gerade auf, mir fehlt ja auch immer noch zwei Ritterausrüstung.
Na, da war einer schlampig, ey. Zwei Ritterausrüstungen sind auch noch mal 1, 2, 3, 4, 5. So, unser Magier. Ach hier. Das heißt, unser Turm hier oben ist bemannt. Ich wünschte wirklich, die könnten durch die Zinnen durchschießen. Ja. Ach so, an den kommt keiner ran. Weil da ein Katapult im Weg ist. Ah. Na gut. Dann nochmal X-Ray aufrufen. Dann können wir nämlich hier drin Heilstation platzieren. So, noch eine Heilstation extra. X-Ray wieder aus. Sind schon wieder, ja, Leute mit Eisenbarren unterwegs. Ernsthaft. So. Schnappen wir mal einen Magier. Also noch einen Magier. Schick den nach hier oben. Nehmen das Katapult.
Ach, Waldo, räum mal auf. So, und dann stellen wir mal unsere Truppen noch fertig auf. So, X-Way aus. Kann ich dich doch noch drehen? So, Position halten kann ich noch auswählen. Ey, cool, dann stehen sie, packen sie sogar ihre Schilde runter, um sich besser zu verteidigen. Ah, das Gimmick gefällt mir. So. Da muss ich jetzt aber leider auch wieder sagen. Oder mit Stolz sagen. Oder mit Freude. Wir sind fertig. Unsere Burg steht. Unsere Verteidigungsanlagen auf der Burg stehen. Wir haben nur noch eine Sache zu erledigen. Feuer frei. Haha. Flupp. Da machen die Bretter einen Abflug. Ja, damit ist dieses Projekt, also diese Burg, fertig. Zum Burggraben sind wir zwar nicht mehr gekommen und ich muss auch ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, gerade hier ist es ein bisschen problematisch, einen Burggraben auch zu sehen, auch vor allem bei diesen Turmformungen hier. Hätte er wahrscheinlich ein bisschen doof ausgesehen, ich hätte wahrscheinlich gerade Türme nehmen müssen. Aber ja, ich find's cool, wie die Türme geworden sind. Finde auch gut, wie alles geklappt hat. Auch, dass wir hier einen Wehrturm jetzt haben. Eisen sieht okay aus, also ressourcenmäßig sieht auch alles schön aus. Unsere Lager sind zwar jetzt nicht alle übelst zum Bersten voll. Wachen stehen vor den Toren. Was passiert eigentlich, wenn ich dir zum Beispiel sage, du sollst die Position halten? Ja, ich kann sagen, nicht feuern. Attackieren, schieße auf, drehen. Ah, ich kann gar nicht sagen. Und dir kann ich nur sagen, Heilungsposition. Angriffsposition, ja. Gut, da wir jetzt auch wirklich an der Zeit sind, ich sogar ein bisschen überzogen habe mal wieder, aber da ich das Projekt mal fertig bringen wollte, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Und ja, dann werde ich irgendwann mal eine neue Burg anfangen. Ich habe da auch schon so eine Vorstellung, was ich als nächstes probieren möchte. Ich werde aber allerdings mit Castle Story erstmal ein paar Wochen in Pause machen und was anderes wieder einschieben. Ich kann auch nicht genau sagen, was. Und die Leute, die sich das Let's Play eh erst später angucken, werden das wahrscheinlich auch gar nicht so sehr merken. Aber ja. Ich denke mal, mit über 13 Stunden
haben wir ziemlich schön viel Zeit investiert. Das sind so um die eine Stunde sind 4 Aufnahmesessions, das heißt 10 sind 40, 48, ja 52 Folgen ungefähr waren das jetzt, die wir mit dieser Burg verbracht haben. Vom Grundstück, also vom Berg ausheben, Fundament legen, Grundriss legen, alles hochziehen. Bergfried. Die Idee für den Bergfried hat mir auch irgendwie recht gut gefallen. Die war aber spontan, muss ich sagen. Während wir gebaut haben, ist mir das so gekommen, das so zu machen. Also diese Erhöhung. Und ja. Dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Und ich würde sagen... Oh. Sicher ist sicher, wir speichern. Wir wollen uns ja an dieser... an diesem Bauprojekt vielleicht irgendwann nochmal ergötzen. Speichern wir also. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.